grüße euch, bin ich freundlich. Grüß euch. Schauen wir mal, wie der Ton wird, vielleicht drehen wir das eh nochmal nicht. Ne? Ja, ja. Die Belichtung ist eh für den Arsch. So, das ist eigentlich jetzt da das, wie nennt man das? Die Nachbesprechung. Da ist das Regenbogen Hauptgebäude. Ja, nachdem wir aber da jetzt eine andere Kamera haben, kann ich da nicht umschwenken. Also. So, heute drehen wir ein bisschen drüber, was hat uns gefallen, also über die letzten 10 Tage, die was vorige Woche waren. Ne? Ja. Und was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, was wollen wir nächstes Jahr verbessern, gibt es überhaupt nächstes Jahr? Aber nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall und wir werden ein Gebetbuch mitnehmen. Ja, bestimmt. Was wir noch mitbrauchen, ist unbedingt Kaffeemaschine. Nein, Muschel. Wir brauchen unbedingt eine Muschel. Ja, ich habe jetzt im Internet schon nachgeschaut, wo man das bestellen kann. Weil, sagen wir, von den Kolleginnen her, dass die da für uns etwas basteln oder sticken. Also ich glaube, da werden wir länger als ein Jahr warten, so ungefähr 50 Jahre. Also das erlebe ich dann nicht mehr. Babsi, glaube ich, meint die. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, Babsi, nein. Ja. Wir werden das auf jeden Fall bis zu Weihnachten hin organisieren. Ja, genau, sicher. Ja. So wie wir von vorher gesehen haben, bis heuer alles organisiert haben, gell? Genau. So. Ja, aber geschafft haben wir es. Also. Was mir nicht gefallen hat, ja, ist, mir ist aufgefallen bei den Videos, bei der Durchsicht, ich sage so oft, passt. Ja. Ich habe das da ein bisschen vielleicht zusammengeschnitten, schaut euch das an. Passt, 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 na passt, passt, passt. Passt, passt. Na passt. Passt, 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 na passt, 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 na passt, 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 na passt, 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 na passt, 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 na passt, 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 na passt, passt. Passt! Na passt! Na passt! Passt! Na passt! 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 Ja! So! Was fällt da noch ein? Das war nicht viel. Ja. Wie war es? Schön. Ich muss sagen, es war eigentlich angenehmer als wie voriges Jahr. Ich war nachher nicht so fertig, als wie voriges Jahr. Ja, weil du jetzt schon ein bisschen an das Pilgerleben eingewöhnt hast. Ja, genau, weil ich ja ein Jahr lang gegangen bin. Ja. Ich glaube, das würde ich wieder dann auch machen, nächstes Jahr. Und beim ersten Jahr bist du ja da ein bisschen überrascht gewesen, dass du einfach gehst. Ja. So, vor allem so weit und lang. Ja. Einfach geil. Ich will mich nochmal entschuldigen für das abrupte Ende. Also das Tag 10 war ja ziemlich kurz. Aber wir haben da ein paar Abstecher gemacht in Salzburg. Und statt rechts sind wir halt links gegangen. Ne? Und dann sind wir komischerweise, das ist aber jetzt keine Geschichte, komischerweise sind wir wirklich beim Hauptbahnhof vorbeigekommen, zufällig, bis zum Schieben angefangen hat. Es ist sich genau ausgegangen, das war ja getimt. Wir haben oben gesteuert. Gesehen. Wir haben oben gesehen. Nein, nicht gesteuert war er hat mitgeholfen. Ja. Ja. Er hat uns eine Erleuchtung gegeben, er hat gesagt, da hinten ist der Berg, also hinten. Wolken, wenn Wolke kommt runter den Berg, dann schiebt's. Und dann sind wir quasi schon fast gerannt. Und dann ist es ausgegangen, dass wir zum Bahnhof gekommen sind. Haben wir dann noch einen Kaffee getrunken? Ja, oh ja, du schon. Oh ja, ich schon. Ich nicht, du schon. Nein, weil Jobberl, was er uns kann es geben, blauwarmes. Und dann sind wir eh schon im wunderbaren, schönen ÖBB-Jet gesessen und zurück nach Wien. Ich habe geschnitten, der Wörni hat geschlafen. Bisschen gerücht. Ja, ich stimmt. Ich war aufpasst, dass da nichts passiert. Ja, damit unsere Rucksäcke nicht gestohlen. Ja. Ist richtig, ja, war mein Fehler. Ja. Was sonst? Fällt irgendwas ein? Nein. Was wir nächstes Jahr ganz sicher anders machen müssen, das ist zwei, mit dem. Zwei Kompass. Nein, unbedingt.
Das ist das Bearbeiten und das Schneiden. Also da muss ich mir was einfallen lassen, dass das besser wird. Aber in Laptop mag ich trotzdem nicht. In Laptop, jetzt rede ich schon fast so wie du. In Laptop mag ich trotzdem nicht. Ja, nein. Stopp mir eine große Brocken rein, wenn ich dann was erzähle. Ja. Das war's, glaube ich. Ganz wichtig ist, wenn wir ja nächstes Jahr durch das heilige Land Tirol gehen. Also auf jeden Fall kommt am Rucksack hinten groß auf für die steirische Fahne. Mhm. Aber nicht auf meinen. Nein. Gut, das war's dann wieder. Wir sehen uns nächstes Jahr. Aber ich hätte gesagt, zwischendurch gibt es auch wieder ein paar kleine Folgen, oder? Da werden wir schon irgendwas schaffen. Oh, ja, das schaffen da wir machen schon. Wir schon weiter. Terminstockerau. Ja, so Kleinigkeiten immer. Jetzt könnt ihr uns ja ein bisschen Feedback geben. Was wollt ihr sehen? Wo sollen wir hingehen? Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir dann vielleicht mal entweder zwischendurch oder nach dem Jakobsweg mal ins Waldviertel laufen gehen. Da. Das ist eine gute Idee. Kommt man ja. Mal machen. Ja. Ein bisschen was herzagen von der Heimat und so. Ja. Also von deiner Heimat, nicht von meiner. Waldviertel ist deine Heimat. Ja. Gut, dann wünsche ich euch noch das Beste, das Schönste. Viel Spaß, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ein Kamin auf.